Doc Savage, Ausgabe Nummer 1, Der Chef. Ein Mörder war unterwegs. Hoch über den nachtdunklen Straßenschluchten von New York kroch er über die Stahlskelette eines Wolkenkratzers, mit dessen Bau vor einigen Monaten begonnen worden war. Das Stahlgerüst war gefährlich glatt vom Regen, aber der Mörder kletterte mit der Geschwindigkeit einer Raubkatze. Hin und wieder stieß der Mann eigentümliche Laute aus. So fremdartig die Sprache auch war, ein Ethnologe hätte sie verstanden. Es war die Sprache einer verschollenen Rasse, einer längst untergegangenen Zivilisation. Er muss sterben. Heute Nacht muss der Tod ihn treffen. So hatte es Teyono, der Sohn der Schlange, befohlen. Während der Mann hoch über dem Wolkenkratzermeer von New York sich anschickte, Teyonos Befehl in seine Tat umzusetzen, drückte er ein schwarzes Gehäuse an seine Brust. Der Kasten war ungefähr 10 cm hoch und 1 Meter lang. Einmal flammte der matte Widerschein einer Leuchtreklame zu dem Mann auf dem Stahlskelett des Neubaus herauf und enthüllte ein weiteres unheimliches Merkmal. Die Fingerspitzen des Mannes waren leuchtend rot. Es sah aus, als wären sie tief in scharlachrote Farbe getaucht worden.